Okay, und da sind wir wieder für ein bisschen Siedler 4. Dieses Mal direkt mit der richtigen Schwierigkeit, anders als beim letzten Mal. Ich habe mir die Karte vorher mal angesehen, das wird, glaube ich, ganz lustig. Wir müssen 20 Fähren und 10 Kriegsschiffe bauen. Also ich glaube, hier werden wir bestimmt 6 Werften bauen müssen, damit wir das irgendwie in einer annehmbaren Zeit hinkriegen. Und wir müssen alle Fähren mit Soldaten besetzen, aber tatsächlich ist es egal, ob es Level 1er oder Level 3er sind. Deshalb, wir müssen gucken, wie wir das jetzt machen. Und da unten ist ein Gegner, der uns gelegentlich mal angreifen wird. Ich bin gespannt. So, ich habe schon mal gemerkt, hier drüben ist ein Berg, aber der hat kein Eisen. Das da sieht aus, als könnte es gut für Holz sein. Hier, und dann bauen wir da auch noch einen Turm. Ach, warte. Stopp. Wir spielen nicht die ganze Zeit auf Spielgeschwindigkeit 1, bei aller Liebe. So. Hier. Boom. Da. Ich möchte auf jeden Fall hier einen Holzfäller und ich möchte hier ein Sägewerk haben. So, da kann was hin, da kann einer hin. Hier kann einer hin. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Ja. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Haus. So, hier stehen ein paar Soldaten aus irgendeinem Grund rum. Ah, hier brauchen wir Pioniere. Hier bräuchte man theoretisch Pioniere, sonst kommt man da nicht durch. Na, oder wir gehen einfach darüber. Genau, ihr arbeitet schon. Wir brauchen Eisen. Ich weiß, dass es hier drüben kein Eisen gab. Deshalb hoffe ich, dass hier welches ist. So, es stehen Siedler rum. Das heißt, wir machen auch schon mal unsere Bauarbeiter. Noch mehr Steine, noch mehr Holz. Nein. Nein, hier geblieben. So, wir machen das einmal hier. Hier können wir noch ein Dings hinmachen. Dann bauen wir auch unser zweites Sägewerk. Du kannst weg. Zweiter Steinmetz. Hier ist... Sollen wir es riskieren, ein paar von unseren Geologen rüber zu schicken? Hier, komm, einer kann rüber. So, ihr seid durch. Bitte das nächste Haus bauen. Ich habe hier Fische gesehen. Und hier oben auch welche. Als ob es hier kein Eisen gibt, Leute. Ich weiß, dass es da oben Eisen gibt. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. Also hier oben ist, da können wir vielleicht schon mal einen Dieb hinschicken. Da oben ist ein Lager mit Holz und mit Eisen.
So, pass auf, du hilfst auch hier drüben mit. So, im Moment läuft gerade gar nichts. Einmal den Steinmetz und einmal das Sägewerk auf Prio. Es fehlt eine Säge. Wir hatten doch vorhin noch eine. Als ob. Das Ding ist, ich würde gerne die erste Werkzeugschmiede und Eisenschmelze gerne da bauen, wo es auch Eisen gibt. Ginge das? Dann machen wir es halt so, aber holy shit. Eine Spitzhacke haben wir aber noch. Haben wir Bergmänner? Zwei. Weißt du, sie müllen uns mit allen Rohstoffen zu, aber nicht mit Eisen. Auf. Hier geht mal in das Gebirge rüber. Also als ob man hier blind suchen soll. Das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Es fehlt eine Säge. Ja, das habe ich kapiert. Natürlich ist die Werkzeugschmiede natürlich wieder fertig, bevor die Eisenschmelze fertig ist. Weil, wie könnte es anders sein? Kohle. Aber kein Eisen. Ich meine, in der Zwischenzeit kann man schon mal den ganzen Rest bauen, aber... Oh boy. Hat hier jemand Stein und Eisen verwechselt? Weil was sollen wir mit so viel Steinen? Hier. Eisen. Hier ist Eisen. Ewig weit weg, aber hier ist Eisen. Oh, das wird doch ein Kampf. Wir müssen das doch auch alles hier rübertragen. So, wir brauchen eine Säge und wir brauchen mal zwei Sensen. Und dann wird das schon. Dann haben wir hier Holz und hier Stein. Hier ist auch
Sag mal. Warum ist Eisen hier so verdammt selten? Es kann doch nicht sein, dass das einzige Eisen, an das wir rankommen, da oben ist. Ich meine, wir kommen nicht dran. Das ist das Problem. Wir müssen da einmal so umständlich drumherum siedeln. Ist doch nicht normal. Schraub deinen PC auf und kratz mit dem Arbeitsspeicher um, dann werden sich die Spieldateien verändern und der Stein schon zu Eisen. Mhm. Am besten live im Stream. Weil wir können ja schon mal hier. Komm, wir bauen einfach schon mal. Machen auch nochmal eine zusätzliche Axt. Hier für den Wanderholzfäller. Minuten auf der Uhr, wir haben noch gar kein Eisen. Also natürlich könnte es mal mit Cheat Engine probieren. Nein. Ich ahne, warum mir das Spiel so viele Startsoldaten gibt. Also relativ viele. So, wir machen Eisen mal hier hin. Dann machen wir die Dings. Dann machen wir nämlich hier Lager. Läuft direkt den Gegner an. Nein. Spiel. Als ob das da oben die das einzige Eisen ist, was wir finden. Da, da drüben. Oh mein Gott. Da ist Eisen. Give it to me. Pioniere. Es ist Zeit, dem Vaterland zu dienen. Oh mein Gott. Komm, die Kaserne bauen wir auch schon mal. Haben wir einen Jäger? Jäger, Jäger, Jäger. Nein, haben wir nicht. Da ist ein Stück Eisen. Bruh.
So. Hier. Da machen wir noch einen Turm. Hier haben wir unsere Safeburg. Natürlich gehen da unsere schwächsten Soldaten rein. Weil warum auch nicht? Das sind ja auch die Soldaten, die unbedingt geschützt werden müssen, wenn die Trojaner anrücken mit ihrem Friedenszauber. So, wir können noch eine Goldschmelze bauen und wir brauchen langsam eine Waffenschmiede. Hier, du kommst rüber. Du expandierst weiter nach da oben. So. Bitte die Eisenerzmine beliefern. Da ist noch mehr. Oder scheint zumindest so. Ich dachte vom Moment, das wäre Eisen, aber es war nur Gold. Nur Gold vor allem. Mal gucken, was in den Flecken da ist. So, das hier sieht aus, als wäre es prädestiniert sag schon. Für Wein. Warum ist das Eisen hier so komisch verstreut? Wer hat das gemacht? Ich verstehe es nicht. So, haben wir noch irgendwo hier? Wir haben noch hier einen Level 3er. Hier. Netzwerk, willkommen zum Stream. Was für ein schönes Spiel. Ja, ein schönes Spiel, wo wir kein Eisen kriegen. Halbanderjäger, willkommen zum Stream. So, jetzt müssen wir noch warten, bis die Mine... Wir haben jetzt 40 Minuten auf der Uhr, ja? Und wir haben unsere erste Eisenmine. The fuck is this map? Ich weiß nicht, ob du gewollt hast, dass man hiermit überbrückt, aber das ist ja auch keine Dauerlösung. Stehen die irgendwo rum? Nein. Also ich hätte jetzt auch gar nicht die freien Siedler, um da jetzt irgendwie groß Diebe hinzuschicken. Aber auf jeden Fall wird hier geliefert. So, wir brauchen noch eine Wanderholzfälle. Aber das kann der hier übernehmen.
Du kommst hier, machst das da weg und dann kannst du hier oben weitermachen. So, ihr macht da eine Pio-Straße, dass wir da problemlos eine Verbindung hinkriegen. Ach, wir haben sogar schon einen Priester zum Start. Das ist doch nett. Wir kriegen hier, wir werden hier mit Gold zugeschissen, ja? What's the deal with this? Aber dann machen sich hier nur so Spuren von Eisen hin. Wer findet keine Bäume mehr? Du. Okay, ja, dann mach mal die Augen auf. Ich würde echt mal danken für das Star Trek Armada 3 Video. So, was auch noch. Boah, das ist ja ewig her. Das ist ja ewig her. Wir brauchen auch mehr Dings. FSVD schon 19 Monate. Holy shit. Wir haben einfach voll den Überschuss an Gold. Und kriegen ihn nicht weg, weil wir einfach kein Eisen haben. Wir können keine Werkzeuge machen, wir können nichts machen. Werkzeugschmiede geht mal rauf. Wir brauchen aber auch was für die Werft. Apropos Werft, wir wollen vielleicht auch mal hier in die Richtung expandieren. Die ersten Waffen werden auch fertig. Wichtig ist aber auch, dass jetzt dir die Wohnhäuser fertig werden. Wir haben zu wenig Siedler. Ja, hier ist so eine richtig schöne gerade Küste, wo wir irgendwie 10 Werften hinbauen können. So, ihr könnt mal da ein bisschen nachhelfen. Siedlermangel, der Klassiker. Ja, vor allem, weil hier einfach, wie gesagt, das ist einfach nur richtig komisch auf der Karte. So, wir erhöhen auch mal unsere Bautrupps. Guten Abend, Holdemite. Was? Schade, was Ubisoft mit Siedler gemacht hat. Ja, das ist ein Trauerspiel. Habe ich da Gold gehört? War mal eine Standarte zwischen den beiden großen Türmen, die noch im Bau sind. Können wir machen. Spielst mit S3, ja. Also es ist halt so im S3-Stil, ne? Die Freuden des HD-Patches. Aber unsere ersten L3-Soldaten kommen raus. Und ich, dadurch, dass die KI-Angriffe komplett geskriptet sind, dürften die nicht allzu stark sein, sage ich wahrscheinlich jetzt und werde gleich wahrscheinlich total die Fresse poliert kriegen. Muss man diese Siedlerbande in Ubisoft kaufen? S3 und S4 gibt es oft genug für 2 Euro einzeln. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ich meine, vielleicht noch Siedler 2. So, beim Rest verpasst du halt wirklich rein gar nichts. So, unsere neuen Siedler gehen direkt an die Arbeit, weil sie einfach viel zu viel zu tun haben. Siedler 2 mega. Ich finde Siedler 2 ist nicht so gut gealtert, finde ich.
Das merkt man einfach. Also da fehlen auch einfach bestimmte Optionen. Also zum Beispiel, ich finde die Lagerhaltung absolut schrecklich. Sobald du eine größere Siedlung hast, hast du die Waren nie da, wo du sie brauchst. So rein grundsätzlich nicht. Komm, wir bauen schon mal was. Ach du Scheiße, was hatten denn die Werften für riesige Umrisse? Nanny? Nanny the fuck? Ich sag mal so, Erbe der Könige ist ja kein schreckliches Spiel an sich, aber ein Siedler darf es sich nicht nennen. So, es will kein Siedler sein. Nicht mal im Entferntesten. Hallo? So, du gehst auch noch rein. Hallo? Du gehst auch noch rein. Du gehst auch noch rein. Spiel. Danke. Eine dieser Sprüche, die sie bringen. Das fand ich tatsächlich ein absolutes Downgrade, vor allem halt jetzt auch im neuen Siedler. Ich denke, hier, unsere Siedler hier in den ersten vier Teilen haben so viel Persönlichkeit rübergebracht, hat komplett ohne zu sprechen. Die haben halt einfach Sachen gemacht, die einfach nur zum Schmunzeln waren. So, wenn denen langweilig ist, weil sie nichts zu tun haben, dann fangen die einfach an, die Zeitung zu lesen oder Kaugummi zu kauen oder mit Steinen zu jonglieren. Und was machen die Siedler in einem neuen Teil so? Oh, das ist so schwer. Mein Leben ist scheiße. Von daher, ja, ich muss das nicht haben, dass die Siedler alle sülzen. Also von mir aus Charaktere mit Namen, ja. Ich bin auch grundsätzlich nicht dagegen, Heldeneinheiten zu haben, wenn man damit dann ein bisschen mehr Storytelling betreiben kann. Aber hier, nicht, dass jetzt hier jeder Siedler meint, er wäre jemand. Ihr seid alle nur Ameisen in meinem System. So, mach mal hier frei. Ich brauche noch eine Kaserne. Aber tatsächlich sind diese Karten hier zum Teil durchaus geskriptet. Also dafür, dass das ursprünglich Fankarten waren, ich weiß nicht, wie der Ablauf damals war, ob da Bluebyte nochmal nachgearbeitet hat oder ob das von den paar Mappern kam, die wussten, dass man skripten kann und wie es geht. Ja, hast schon recht, das ist sehr lächerlich mit dem neuen Siedler, was die da gemacht haben. So, vor allem die Schweinezucht oder generell die Tierzucht, das verstehe ich halt nicht. Du hattest eine Getreidefarm da. So, die hätten Getreide anfordern können. Das war einfach nur eine Verbindung zwischen zwei Gebäuden. Das hätte man machen können ohne großen Programmieraufwand. Einfach nur das nutzen, was da ist. Aber nein, das wäre ja zu schwierig. Dann müssten die Leute ja mehr als eine oder zwei Getreidefarmen bauen. Und das wollen wir ja nicht. Weil das wäre ja komplex. Generell auch jetzt die neuen Geschichten, was die jetzt so alles erklären, was so alles Tolles geändert haben. Als ob wir nur drei Werften hier bauen können, lol. Oh, hallo Trojaner. Soll ich mal etwas extrem kontrovers erzählen? Das ist alles andere, was bisher von mir kaum übertrifft. Nein. Das lässt du schön bleiben, mein Freund. Oh, er benutzt Friedensstiften, aber es ist ja nicht so, als hätten wir einen Goldüberschuss. Okay, ja, wir müssen wirklich mehr Soldaten haben, die vom dem Ganzen geschützt sind. Aber wir brauchen auch noch ein Lazarett. Aber das können wir ja alles jetzt bauen.
So, das kommt weg. Hier kann noch eine Kaserne hin. Eisen ist mal wieder der Flaschenhals. Da oben ist jetzt noch eine Eisenmine. Ihr macht mal hier den Weg frei, dass der ein bisschen kürzeren Weg hat. Da oben ist noch mehr Eisen. Komm, mach mir mal noch ein paar Pioniere. Ich esse gleich Pizza Hawaii. Das ist bei mir keine kontroverse Aussage, mein Freund. Ich finde, sieht dafür die Grafik schön, so schön bunt und knallige Farben. Ja, ich finde generell so, dass Siedler braucht keinen super realistischen Grafikstil. Das hat total gepasst, dass das diese besonderen Proportionen hatte und alles ein bisschen stilisiert hat. So, ich finde auch auch Siedler 3 hatte diese Gratwanderung gut hinbekommen von, das ist voll geil, dass sie zum Teil haben die Trojaner auch meine schwächeren Soldaten weggezaubert. Das heißt, ich habe die Waffen wieder und kann sie für meine höherwertigen Soldaten verwenden. Also in dem Sinne ist das voll nice gewesen von denen. Was wollte ich sagen? Ich fand, dass bei Aufbruch der Kulturen, war der Plot halt schon, eine Parodie von sich selbst. Das fand ich nie wirklich spannend oder gut. Und in Siedler 3 war es halt irgendwo zwischen... Es hat halt, was von einem Asterix-Comic gehabt, so vom Ton her. So, wir haben hier gleich unsere Pioniere und wir können auch direkt schon mal ein paar Hämmer in Auftrag geben für unsere Werften. So, du machst da. Und du hilfst hier. Dann machen wir hier noch und hier noch einen Turm hin. Das heißt, egal wo, an welchen Turm die rangehen, die müssen einfach richtig viel an Pfeilhagel abkriegen. Und dann investieren wir den Rest in Zielobjekte. Wenn wir schon nichts anderes machen können mit unserem Zeug. Hier ist noch Eisen. Hier drüben. Oh boy. Also es gibt schon mal eine Eisenmine, die in der Nähe ist, aber... Also ich kann schon... Also das, hier wird das Segment, wo in meinem Missionsguide spannend, wo ich zeige, wo Eisen ist. Wo ich die Berge zeige, weil ich zeige dann nur, wo Eisen ist. Weil der einzige Weg, hier Eisen zu finden, hier kein Gold oder Kohle oder Stein zu finden, ist, wenn man die Augen zumacht. So, du gehst da hin und dann holt ihr euch das da. Wir bauen ein paar Häuser. Hast du Fleisch für die Eisenmine? Gibst du Fisch oder Brot? Brot machst du grundsätzlich nicht als Trashfood. Ach, hier ist sogar... Wir haben sogar schon einen Winzer direkt zum Start. Krass. Und der steht sogar schon direkt passend. Ich bin dafür, dass die Geologen nur noch rufen dürfen, wenn sie Eisen finden auf dieser Karte. Ich meine, hier finden sie tatsächlich sogar mal was, aber wie weit weg das ist. Das ist ultra verstreut. Wieso macht man sowas als Kartendesigner? Ich muss das nicht verstehen, oder? Pass auf, wir machen hier noch einen Turm und hier. Den Turm besetzen wir neu. Und dann machen wir hier unsere kleinen Tempel hin.
haben einfach so jetzt so einen Überschuss an Rohstoffen. Also an Baumaterial. So, du räumst da noch ein bisschen auf. Eine Spitzhacke fehlt. Ja, dann machen wir doch noch mal welche. Gibt's? Kriegen wir noch eine vierte Werft hin? Pass auf, wir geben schon mal die Kriegsschiffe in Auftrag, weil die werden länger brauchen. Weil Kriegsschiffe brauchen 16 Sachen und die Fähren brauchen nur 8. Also die dürfen doch mal durch... Stoppst du vielleicht gerne nicht die Holzfäller? Ach, ich, ganz ehrlich, auf so einer Karte mit so viel Platz mache ich baller ich lieber irgendwelche Gebäude raus. Zielobjekte oder große Häuser oder so. Du hast da einen übersehen. Das ist auch wirklich die einzige Siedlerkarte, auf der du so einen Spruch bringen kannst. Aber ich habe jetzt auch noch keinen Ort gefunden, wo es wirklich viel Eisen gab. Es war immer nur so einzeln. Mit Kohle und Gold und Stein kacken sich zu. Ich find's krass, was für wie viel Platz die Werften füreinander brauchen. Aber ich kann andere Gebäude hier platzieren. Ich könnte an den ich weiß nicht, wie die Water Post Lines damit interagieren. Das könnte ein Effekt davon sein. Hello. So, jetzt geht's hier aber ab. Jetzt machen sie wieder ein paar Mal ihren Zauber, aber sollen sie doch ihr Mana da reinballern, ganz ehrlich. Solange das jetzt nicht einen KI-Angriff triggert, weil ich den Turm zurückerobert habe, aber das sollte, denke ich, nicht passieren, weil die KI auf passiv eingestellt ist. Jetzt doch haben wir dezent ein Problem. Hallo? Warum... Was macht ihr? Okay, wir kriegen hier anscheinend keine weitere, oder? Kriegen wir keine weitere Werft hier hin? Wie viele Soldaten haben die denn? Über 600. Wir können versuchen, den ein bisschen hier... Na, dass die hier rumlaufen müssen. Der findet alles keine Bäume mehr. Mach mal die Äuglein auf. Das ist eine Originalmission, die ist aus dem Community Pack, also der verschollenen letzten Erweiterung, die in der Gold Edition nicht drin war. Aber es ist mehr oder weniger offiziell. Hi Morbus Willi, willkommen zum Stream. Fehlt da nicht noch das Munitionsgebäude für die Schiffe? Die müssen nicht, die müssen nicht mit... Munition. Ach du Scheiße. Ja, weil wir den Turm erobert haben, oder? Deshalb kommen die jetzt alle angescheißert. Spiel, das geht nicht.
Spiel! Das kannst du nicht bringen! Du kannst nicht die KI auf passiv stellen und dann sagen, wenn du einen Turm zurückeroberst, kommen die hier alle. Mit 20 Priestern oder so. Vor allem, wenn du einem so wenig Eisen gibst. Das kann ich nicht halten. Auch wenn sie sich hier selber schön gegenseitig blockieren, aber... Ah. Nee. Zeitverschwendung. Okay, auf gar keinen Fall dürfen wir zulassen, dass... Deine Soldaten sind rot, die schaffen das mit genug Entschlossenheit. Schön wär's, aber leider nein. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass die einen Turm erobern. Das muss ich auf jeden Fall Missionsguide nennen. Holy shit. Was für ein Bullshit. Vor allem, ich glaube, die sind sogar passiv eingestellt. Außerhalb der Angriffsbefehle, die einprogrammiert sind, dürften die gar nichts machen. Wieso hast du den Turm nicht als Fleischwolf benutzt? Ja, könnte man vielleicht, aber... Wäre die Alternative gewesen. Wobei die Türme so nah beieinander stehen, dass das halt auch wieder die Gefahr birgt, dass sie dann andere Türme übernehmen. So, wir brauchen mehr Siedler. Mehr. Und hier war die Geschichte. Aber wir machen mal da ein bisschen frei. Ihr habt nicht ganz verstanden, was euer Job ist, aber das ist okay. Einer von euch bleibt hier stehen. Macht euch Sinn, wenn die Eisenschmerzen eingeladen zu lassen. Habe ich hier. Das ist nicht das Problem. Wobei ich vor einer Weile. Ich habe vor einer Weile erst noch so eine Karte gespielt, wo ich auch das Gefühl hatte, man könnte mit Eisenlagern oder mit irgendeinem Rohstofflager arbeiten. Und ich hatte das Gefühl, dass Eisen, die haben zwar irgendwie offiziell ihr eigenes Transportlimit, aber ich hatte das Gefühl, dass die irgendwie, ich weiß nicht, ob die nicht mit dem vom Kohlefix betroffen sind, aber aus irgendeinem Grund wurden da keine Sachen beziehungsweise die Lager schienen nichts anzufordern. Warte, ich habe schon wieder doppelte Musik. Spiel, hör auf. Also irgendwie sind Lager komisch, was ihre Transportprioritäten angeht. So, wir können ja die Schiffe schon hier rüber schicken. Weil da müssen sie am Ende hin. Wo sind meine Diebe? Meine Diebe kommen einmal hier hin und da. Wie sieht es überhaupt aus? Komm, wir bauen mal... Sollen wir mal noch eine weitere Getreidefarm und noch eine Schafzucht bauen, dass sie auch wirklich genug Fleisch haben? Ich habe das Gefühl, es könnte an Fleisch mangeln. Okay, jetzt geht uns langsam das Holz aus.
So, ihr könnt das ablegen. Ich finde schon, solche Lager was bringen. Ja, aber wie gesagt, nur wenn das Spiel halt auch sie arbeiten lässt. Weil wenn nicht, kannst du es auch bleiben lassen. So, so langsam hätte ich aber gerne noch ein bisschen mehr Goldproduktion. Ich meine, wir werden ja mit dem Zeug einfach nur zugeschissen. Also das ist ja kein Problem. Schade, dass wir keine Sammelpunkte für Werften einrichten können. Das wäre noch sinnvoll. So, wir müssen mindestens 300 Soldaten produzieren, weil die Fähren müssen auch alle voll sein. Jo, Zwerg, danke fürs Dabeisein. S3 konnte man sogar die Anlegestelle festlegen. Ja, die. Gut, das war ja dann kein eigenes Gebäude. Aber was ihr euch schon mal überlegen könnt, falls kein gleich ein Viewer-Match einlösen möchte, könnte man hingehen und noch einen Siedler 3. Match reinhängen. Also nicht Multiplayer, aber ich bräuchte halt ein bisschen Bildmaterial für die Zukunft. Also Diebe in großen Zahlen sind auch nicht effizient. Diese Mine findet keine Bodenschätze mehr. Naja, du hast eher keine Dings, kein Fleisch. Du kriegst noch eine Sense. Ich würde mal behaupten, es scheitert nicht daran, dass wir irgendwie Mangel an Brot hätten. So, wir bauen mal noch ein paar Aussichtstürme hier hin. Wir haben mal Waffenüberschuss, ich bin beeindruckt. Hast aber noch eine wassergefüllte Vase bei den Flüssen hin. Du meinst hier oben? Ja. Kann man machen. Musst du nicht auch Munition an die Schiffe liefern? Nein. Ich glaube, das Spiel hat auch gar keine Funktion für die Skriptsprache, um zu gucken, ob sie mit Munition beladen sind. Also das weiß das Skript gar nicht. Wir müssen aber die 20 Bären mit Soldaten füllen. Thank you.
So, baut noch ein bisschen schneller hier oben. Wir könnten vielleicht noch mal ein paar Fischerhütten platzieren, wo wir schon mal hier sind. Vor allem hier bei den Werften passt das, denke ich, ganz gut. Als ob hier keine Werften... Also die rauchen echt einen sehr großzügigen... Ich hätte gesagt, hier passen mal so 6 Werften hin. Aber gut, ich glaube, die planen... Ah ja, die planen ja auch wahrscheinlich den Platz für die Schiffe ein, hier vorne. Kann das sein? Ich habe nie auf die Waterpostlines geguckt, die die haben, aber das kann sein. Ich habe eine tolle Idee. Der stellt, ich habe noch nie Fragen und Spinny muss sie dann beantworten. Ist das nicht nur eine Frage? Wenn ich das bei Multiplayer mitzuspielen, hast du was anderes gedacht. Ich habe das als Zuschauerbelohnung. Für die Punkte. Pay to win, eher pay to play. So, noch. Oder nee, das waren die letzten Kriegsschiffe. Nice. Na gut, wenn's 3 Werften werden, dann müssen wir 7, 6, 6 machen. Gegen, nicht mit, gegen. So, wir sollten auch schon mal gucken, dass wir ein paar Soldaten, wobei das, hallo? Wenn jetzt langsam müsste unsere Goldproduktion auch nachrücken. So, komm, wir gehen mal hier rüber, dann werden wir nämlich unsere ersten Schiffe schon befüllen. Das dem Spiel ist egal, welche Stufe die Soldaten haben, aber ich mache schon L3er, wenn ich schon jetzt Gold überproduziere. Ich würde gerne noch ein Match lösen, aber ich habe halt Schule. So, 45. Dann gehen die hier nämlich schon mal hier rüber. Keine Hauptmänner. Hauptmänner zählen auch, aber warum soll man das tun? Ja, komm, wir machen gleich noch ein paar Geschenke hier. Einfach, dass wir mehr Eisen und mehr Holz kriegen. Ich meine, Gold brauchen wir auch, aber wir kriegen auch, Waffen dazu. Wir haben ein bisschen wenig Kohleminen. Ich habe so wenig eingeplant wegen der schlechten Eisenminen. Aber wir können ruhig mal noch welche bauen.
Okay, Eisen ist, also Fleisch ist immer noch ein Mangel. Ach du Kacke. Viel zu viele Fähren. Und die KI ist auch noch schön hier am Produzieren. Dann könnte ich jetzt alle nerven und eine Werbung ein. Das Ding ist, ich könnte hier sogar weitermachen und es würde niemand was verpassen, weil hier halt einfach nur Schiffe gebaut und beladen werden. So, dass die auch schön schon mal beliefert werden. Ich baue aber bei der Gelegenheit auch nochmal ein Wasserwerk und mehr Mühlen und Bäckereien. Werbepause, oh je. Und dieser hat auf Stufe 1 abonniert, nice. Sub-only-Chat. So, ich mache jetzt aber, wie gesagt, hier keine extra Pause, weil, wie gesagt, hier wird nichts passieren, was irgendwie spannend ist. Aber Creative, ich muss mal schauen, falls du es jetzt überhaupt hörst. Ich muss mal schauen, was die Analytics sagen, was überhaupt als an Werbeeinnahmen jetzt dadurch generiert wurde. Weil Werbung ist auf Twitch tatsächlich eigentlich eher ein Randding. Zumindest was an Einnahmen für die Streamer halt rüberkommt. Dann kann ich dir sagen, wie viel die Werbehaus, die du mir eingelöst hast bisher, es müssen ja bis jetzt 3 gewesen sein, mir eingebracht haben. Ach du Kacke. Okay, ihr habt keine Probleme damit hier. Die sind sogar schon durch. Also die Fähren gehen richtig schnell. Okay, jetzt kommt aber langsam auch die Kohle. Die Schmelzen kommen langsam hinterher. Wir brauchen aber vielleicht noch ein bisschen mehr Golderz. So, komm, wir machen noch mal ein paar Geschenke hier. Wobei, jetzt machen wir gleich, wenn die Werbepause rum ist. Fischhalter findet keine Fische mehr. Was könnte man da nur tun, wenn man schon als Römer spielt?
Ich will meine Soßum zurück. Ich hab's nur eingelöst, um die Zeit der Leute zu verschwinden, aber daraus wurde nichts. Tja, falls du es mitbekommen hast, ich kann dir vielleicht später mal in die Analytics gucken, wie viel die Werbepause überhaupt einbringen. So, aber erstmal ein paar Lootboxen aufmachen, würde ich sagen. Naja. Viel zu viele Waffen und viel zu wenig Gold für meinen Geschmack. Na. Das ist ja etwas, was ich aus Siedler 3 tatsächlich so ein bisschen vermisse, weil ich habe festgestellt, da sieht man die Soldaten, die auf den Schiffen sind. Ich meine, dafür passen, glaube ich, auch nur 8 drauf. Das ist ein bisschen ungünstig. Viel zu wenig. Aber wenn man zumindest einen Teil der Soldaten halt oben sehen würde, bei größeren Schiffen vielleicht davon, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es noch unter Deck was gibt. Also ich habe mir tatsächlich auch für ein Siedler 5 Gedanken gemacht, wie Schiffe funktionieren sollen. Gerade, dass die halt auch ein bisschen flexibler sind und sowas. Und ein bisschen variabler in ihrem Einsatz, dass man halt nicht einen Schiffstypen baut und wenn du den gerade nicht bauen kannst, dann hast du halt Pech gehabt. Da sind schon ein paar coole Sachen bei rumgekommen. So, mal sehen, ob die jetzt hier durchkommen. Ich finde, dass das Geld, was durch diese Werbepause generiert wurde, auf alle Zuschauer aufgeteilt werden sollte. No. Ich habe keine Werbung bekommen. Das dürfte an dem Abo liegen, aber selbst dann. Also es kriegt nicht jeder Werbung, es kriegt auch nicht jeder die vollen 3 Minuten Werbung. Ich glaube, manchmal passiert es sogar, dass gar keine Werbung geschaltet wird, einfach weil Twitch nicht weiß, welche Werbung es dir zeigen soll. Also das kann wohl auch passieren. So, pass auf, wir schicken mal 3 von den Fähren hier rüber. Hydrieren, jawohl. Ich habe bei dir noch nie Werbung bekommen. Okay, auch jetzt nicht? Krass. So, wir haben auf jeden Fall genug Soldaten jetzt, um das Ziel zu erfüllen. So, auch nur sicher zu gehen, dass jedes dieser Schiffe auch die volle Truppenzahl hat, weil wenn nicht, ist das ein bisschen uncool. Warte, 6, 6, 7. Habe ich eins zu wenig gebaut? Ich habe eins zu wenig gebaut, stelle ich fest. Ich habe nur 19 gebaut statt 20. Ich hätte 7, 6, 6 machen müssen. So, das Ding ist auch gleich fertig. Also Fähren sind relativ schnell gebaut. Wenn die dann noch in der Transportkapazität demnächst hochgehen, also hoffe ich zumindest. Wasser einmal des Friedens, mit wem denn?
Was ist überhaupt das Ziel? Wir müssen 10 Kriegsschiffe und 20 Fähren bauen und die Fähren müssen wir mit Soldaten füllen und dann alles hier rüberbringen. Also wir haben es gleich geschafft. Na, ich sag mal so, ich finde das Ziel jetzt an sich nicht schlimm. Ich finde, man hat halt, ich finde, man hat halt mit den Zahlen ein bisschen übertrieben. Aber das ist in einer Stunde machbar. So, kann sich nur noch um eine Minute oder so handeln. Gleich kommen die Schiffe in den Sichtradius. What? Spiel? Müssen die noch näher hier ran? Sowas ist immer uncool. Sowas ist immer uncool. Weil das Spiel mag das gar nicht. Sowas hier ist mit einer der sichersten Arten, einen Crash auszulösen. Weil das Spiel dann gar nicht klarkommt. Ja, wir können mal kurz hier einen Blick auf die Map werfen. Also, die sind auch ziemlich handlungsunfähig. Die haben noch nicht mal die Türme hier gebaut. Ach so, weil die haben keinen Stein. Die haben keinen Stein und so. Die haben gar keine Baumaterialien. Die haben nur Rohstoffe wie blöd und halt Nahrung zum Start jede Menge gekriegt und halt hier ein bisschen zum Nachproduzieren. Das war's. War hier noch irgendwas Interessantes auf der Karte? Nein. Aber ich kann euch ja sagen, wir haben ja jetzt 30 Schiffe gebaut. Und wenn wir jetzt in Mission 3 gucken, man muss übrigens keine der Missionen spielen, man kann alle direkt anklicken. Wenn wir jetzt in Mission 3 gucken, dann sind es auf einmal nur noch 28 Schiffe und es ist ein Kriegsschiff dazu gekommen, aber wir haben 3 Fähren verloren. Voll der Scam. Und unsere ganzen Soldaten sind weg. So, wir haben vorhin extra 300 Soldaten angespart und jetzt kriegen wir keine mehr. Muss auch ein Zielobjekt kommen. Das kam ein bisschen spät, da die Karte schon gewonnen war im Prinzip. Bei dir sind nicht alle freigeschaltet. Bei doch, das müsste. Bei große Feldzüge müssten alle direkt freigeschaltet sein. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Das war nämlich eine Besonderheit bei denen. Aber vor allem, was ist das hier bitte für eins Weltkarte hier? So, Spanien ist einfach komplett zerbrochen? Was ist hier passiert?